Hallo zusammen! In diesem Video erfahren Sie die Kompetenzen und Inhalte, die in Lernfeld 9 abgefragt werden können. Speziell in diesem Lernfeld geht es um Netzwerke und Nutzung von Diensten. Hier wird dabei Lernfeld 3 vorausgesetzt und damit diese Informationen und Kompetenzen hier in diesem Lernfeld vermittelt werden können. Mit anderen Worten heißt das, in Lernfeld 3 haben Sie oder der Kunde selbst das Netzwerk aufgebaut, also von Null, und in diesem Lernfeld kommen Sie als Admin oder Dienstleister und sollen jetzt mal den Kundenbedarf hier ermitteln, und das ist ja durchaus viel, viel schwieriger als von Null zu beginnen. Aus Erfahrung der Systemintegrationswelt und aus der Sicht eines IT-Dienstleisters, davon sind ja viele meine Azubis, kann ich Ihnen schon sagen, dass diese Gruppe bei verschiedenen Kunden tätig sein könnten. So, jetzt treffen diese Gruppe auf verschiedene Infrastrukturen und müssen sich erstmal reindenken, weil eben keine Netzwerkdokumentation oder ähnliches vorhanden ist. Daher ist das Wort hier Verstehen tatsächlich extrem wichtig. Da sind ja keine Fakten gefragt unbedingt an erster Stelle, sondern Kompetenzen, wie man Netzwerkinformationen dann entsprechend ermitteln kann oder wie die Topologie bei Kunden aussieht. Das ist extrem wichtig, wenn Sie beispielsweise auch bezüglich Netzwerkausfall bestellt werden oder beauftragt werden, dann müssen Sie erstmal feststellen, wo liegt der Fehler, also Troubleshooting und so weiter. Das zeichnet eine moderne IT-Fachkraft aus und das ist auch das Ziel im Lehrplan. Man sollte gar keine Zahlen oder ähnliches auswendig lernen, sondern zumindest mal wissen, grobe Orientierung, wie groß die Zahlen sind, aber nicht auswendig lernen. Wichtiger ist das Wissen, wo was steht, beziehungsweise mit einer Anleitung dann entsprechend klar kommen und damit ja diese Anleitung für meine Zwecke nutzen kann. Sowas müsste eigentlich in der Prüfung drankommen. Das ist jetzt die Theorie, weil das, das Modell der vollständigen Handlung entsprechend hier im Lehrplan verankert ist und das eben unterrichtet wird. Aber die Prüfung, wie gesagt, ist schriftlicher Natur und da ist es erstmal schwierig, solche Kompetenzen auf diese Art abzufragen. In Baden-Württemberg beispielsweise machen wir das so, dass wir so eine reale Situation simulieren, indem wir einige Anlagen in Form von Datenblätter, Screenshots oder Computer- und Netzwerkgeräte Ausgabe, zum Beispiel diverse Showbefehle oder IP-Config oder ähnliches mitgeben. Dennoch wird man halt ab und zu mal sozusagen mit Faktenwissen abgefragt. Und ja, nachdem jetzt die Ist-Situation ermittelt wurde, jetzt die Vernetzung bezüglich der Dienste auch, beginnt man mit oder beginnen Sie mit dem Plan, entsprechend zu dokumentieren, wie die Planung und Auswahl der Produkte für den Kunden auszusehen hat. Ja, das beginnt ja beispielsweise mit der Vernetzung an. Solche Themen wie Subnetting kommen sicherlich hier in diesem Lernfeld vor, aber auch die Ordnung der Netzwerkgeräte, da Stichpunkt Core, Distribution und Access Layer. Das wäre ja auch interessant bei der Planung hier mit zu berücksichtigen. Auch weitere Fragen sind die Ressourcen, ja, die ich bestelle. Sind das interne Ressourcen oder externe Ressourcen? Darüber hinaus, was sind das für Geräte? Wie oder welche Features können diese Geräte? Sind das jetzt klassische Lösungen mit Router im Bereich Netzwerktechnik oder sind das VLAN-fähige Switches? Welche Lösungen passen zu meinem Kunden und insbesondere sieht die Situation bei ihm? Wie erfolgt die Integration der Geräte in der Infrastruktur beim Kunden? All das erfordert natürlich eine solide Planung und eventuelle Rücksprache mit dem Kunden, wie das Netzwerk aufgebaut werden soll und so weiter und so fort. Und das sind ja die Stichpunkte, die Sie recherchieren könnten, damit Sie mehr Vorstellungen haben, was hier thematisiert werden kann. Diese begründeten Entscheidungen kommen gerne in der baden-württembergischen Prüfung dran, wenn beispielsweise Datenblätter von Netzwerkgeräten miteinander verglichen werden sollen. Dann beginnen Sie mit der Durchführung hier Ihrer Netzwerke. Das kann auf einer echten Hardware erfolgen oder auf einer virtuellen Basis, zum Beispiel einer OpenSense oder ähnliches, auf einer virtuellen Maschine. Danach konfigurieren Sie die Netzwerkgeräte, also Sie installieren die Dienste oder die Netzwerkgeräte. Dann konfigurieren Sie, mit der Syntax müssten Sie mehr oder weniger vertraut sein. Eine mögliche Aufgabe diesbezüglich wäre, ein Screen
Screenshot von einem Konfigurationsschritten eines Netzwerkgerätes beispielsweise, eines Switches oder Router. Das war schon mal abgefragt. Und Sie sollen vervollständigen oder anhand der Fehlermeldung in der Ausgabe von so einem Netzwerkgerät erkennen, woran es gelegen hat. Also was hat der User oder der Admin dann dort falsch gemacht. Das mit der Virtualisierung kann man auch gut mit dem Kostenvergleich kombinieren, ja, wenn man sagt, okay, Virtualisierung, warum macht man das? Ist das jetzt dort entsprechend wichtig, auf die Preise und auf die Kosten zu achten und so weiter und so fort. So ist das Ganze auch fächerübergreifend. Nach der Konfiguration testen Sie natürlich Ihre Implementierung und ob das funktioniert und begeben sich eventuell auf Fehlersuche. Und hier kommt die tatsächliche Kompetenz eines Netzwerktechnikers. Da können beispielsweise die Fehlerquellen auf verschiedene Ebenen sein. Zum einen auf der Verkabelungsebene, ja, über 80% sagt man, liegt oft beim Kunden am Kabel, dass die Nase eines Netzwerkkabels fehlt und dadurch nicht richtig gesteckt ist oder ähnliches. Das kann aber auch in der Vernetzung selbst liegen, ja, dass man sagt, ja, okay, die Netzwerkgeräte haben dort einen Schaden oder funktionieren nicht richtig. Es kann aber auch auf die falsche Netzwerkgerätekonfiguration zurückzuführen sein oder sonst noch was. Ja, das müssen Sie entsprechend hier Troubleshooting betreiben und dabei helfen Ihnen Tools wie also Netzwerkdiagnose-Tools, das kennen Sie ja sicherlich, Ping, Traceroute oder Tracehart in dem Fall. Analyse-Tools wie Wireshark spielen hier auch eine Rolle. Verschiedene Monitoring-Tools beispielsweise könnten auch hier eingesetzt werden. Im Bereich der Übertragungstechnik, ja, wenn Sie beispielsweise in diesem Lernfeld sich mit der Vernetzung, also mit mal angenommen WLAN oder LAN-Netze aufbauen, dann helfen Ihnen Messgeräte, um Kabel Bruch, Dämpfungen, Nebensprechen oder ähnliches zu erkennen und anzuzeigen. Auch hier, genauso wie in der Praxis, nimmt diese Phase extrem viel Zeit in Anspruch. Also diese beiden, die sind gefühlt mehr als 60-70% in der Zeit des Projektes. Und wird die Übergabe bzw. dem Kunden ist es ja äußerst wichtig, wenn das Projekt übergeben wird oder die Ergebnisse. Wie so etwas in der Prüfung abgefragt werden kann, vielleicht könnte so eine Aufgabe in der Prüfung sein, dass Sie ein vorgegebenes Abnahmeprotokoll vervollständigen sollten. Nur so mal als Beispiel. Oder andere Aufgaben entsprechend. Das Reflektieren an sich hier ist ebenfalls wichtig für Ihre Lösung. Und dabei hinterfragen Sie Ihre Lösung, ob diese langfristig auch was taugt, ob die nachhaltig ist. Stichpunkt dann Green IT. Das spielt hier eine Rolle bei der Betrachtung dieser Aspekte. Konkrete Inhalte zu Lernfeld 9, jetzt sind wir beim Inhalten, was nicht direkt im Lehrplan dann so steht, allerdings ja in allen, würde ich jetzt mal behaupten, allen Berufsschulen unterrichtet wird, wäre sicherlich der sichere Umgang mit der IP-Adressierung, also bei beiden Versionen, wie man Schnittstellen beispielsweise von Netzwerkgeräten konfiguriert, wie man Netze segmentiert, ja, da wären wir beim klassischen Subnetting, oder aber was in den letzten Jahren auch sehr, sehr oft gekommen ist, ist quasi nicht die klassische Segmentierung, sondern die Segmentierung mit VLANs. Auch das Routing ist enorm. Hier spielt eine ganz, ganz große Rolle, um das Routing zwischen Netzen zu ermöglichen, ob statisch oder dynamisch, je nach Berufsgruppe. Ich würde mal behaupten, aber das ist jetzt nur eine Behauptung und Vermutung, dass dynamisches Routing bei den Physis und digitalen Vernetzer eher vorkommt als bei Anwendungsentwicklern. Solche Themen wären prüfungsrelevant und natürlich eine Erweiterung zu Lernfeld 3, nämlich die Vernetzung. Dort haben wir mal beispielsweise das Thema, nur mal als Beispiel zu nennen, WLAN wurde dort thematisiert.
aber nur so viel, dass man beispielsweise ein Access Point aus dem Consumer-Bereich von mir aus konfiguriert und versteht, wie das funktioniert. In diesem Lernfeld reicht das nicht mehr aus, sondern man müsste tatsächlich Messungen durchführen, wie gut es funktioniert. Man müsste Überlegungen machen, wie man Controller einsetzt. Sie merken anhand dieses Beispiels, dass wir uns vom Consumer-Bereich von Lernfeld zu Lernfeld in Richtung Enterprise-Lösungen bewegen und auf diesem WLAN-Szenario würde man entsprechend in späteren Lernfelder aufbauen und beispielsweise das Thema Authentifizierung bewerkstelligen und kombinieren. Da gibt es Benutzerauthentifizierung, beispielsweise Radioserver in diesem Zusammenhang, was ja oft in den Prüfungen in den letzten Jahren drangekommen ist. Und auch bis hin zu ganz, ganz modernen Lösungen, also Cloud-Lösungen, wo das Management, alle WLAN, Access Points und der Benutzer in der Cloud erfolgt. Mit Analyse und drumherum. Das ist sehr, sehr spannend, aber ich weiß nicht, ob sowas in der Prüfung drankommen wird. Das war Lernfeld 9. Zu diesen Themen gibt es hier, also zu diesen Themen hier, die aufgelistet sind, gibt es in diesem Kanal mehrere Videoreihen, auch in der Tiefe und in der Konfiguration, damit Sie sich quasi über die Thematik sowohl in der Theorie als auch in der Praxis informieren können. Und das war es auch zu den Lernfeldern 7 bis 9. Das betrifft, wie gesagt, einen größeren Interessentenkreis. In den nächsten Videos werde ich dann entsprechend die Lernfelder 10 bis 12 einzelner Vertiefungsrichtungen thematisieren und das ist jetzt mal gekennzeichnet mit beispielsweise 10a für Anwendungsentwickler, 10b für Systemintegration und so weiter. Das werde ich entsprechend in den weiteren Videos thematisieren. Bis dahin und tschüss.